Saale. Dim, dim, dim. Ein ausgeschalteter Computer. Es lädt. Ich will Unreal Tournament spielen. Was ist das? Eine Akte. Oh. Wie höre ich auf? Mit can. Wie ja. I cannot do. Mit Kreis. Ah, mein. Mit abbrechen. Oh, ja, okay. Ich habe meine Tastaturbelegung aber auch so behindert. Gut, hier ist nur das Zahlenschloss. Ich wette, auf diesem Papier ist dann ein Code für das Zahlenschloss. Alter, das ist ja total nerviges Hin- und Hergelaufe. Mhm. Wollen wir erstmal gucken, was hier ist? Soll ich doch lieber noch mal einen Energy Drink nehmen? Hier machen wir erstmal, genau, nimm du erstmal einen Energy Drink. Das ist der letzte, ne? Me no gusta. What is locking crack open? There's something else I can pick in the corner. Irgendwas kann er hier aufschließen, aber... Warte mal, ich will mal hier gucken. Wir wollen ja alles mitnehmen, aber machen wir erstmal gleich. War das der Raum mit dem OHP? Ich glaube einen rechts. Gut, ich war mir ziemlich sicher. Ich bin mir gerade auch nicht wirklich sicher. Da ist ein Overhead-Projektor, aber der funktioniert nicht. Oh. Okay, wir hauen nicht mit dem nicht auf Sachen rum, denn da hauen wir uns nur selber. Ja, Mann. Die Lenkung ist ja auch nicht gerade die einladendste, um ein Horrorspiel zu zweit zu Let's Playen vor allem. Ja, aber Friendly Fire ist ein bisschen... Also, stell du dich hier mal ins Licht. Was? Wer weiß, ob da Monster kommen. Ja, Mann, du hast voll recht. Und wir haben nur noch dieses First Aid Kit hier. Ja, und ich halte voll so cool. 2-4-3-2. Gut zu wissen. Merk du den 2-4, ich mach 3-2. Ich kann mir auch 2-4-3-2 merken. Der Raum ist nur 2 entfernt, aber okay, Teamwork. Was sollen wir merken? Nee, mal im Ernst, Dennis, ich hab's vergessen. 2-4-3-2. 2-4-3-2. Ich mach mir auch sowas immer gerne in einen Song. 2-4-3-2-2-4-3-2. 2-4-3-4-2. Du weißt doch jetzt gar nicht mehr die Reihenfolge. Du sagst doch 2-4-3-4-2. 2-4-3-2. Nein! Cancel. 2-4-3-5. 2. Enter. Das ist gut. Okay, ihr wisst ja, wie das läuft. Anhalten, lesen. Moment, das war jetzt wichtig, oder? Ach nee, hier war noch der Schlüssel. The Library Key. Jetzt geht's ab, ey. Dachte, ich finde das auch faszinierend, was für krasse Rätsel die hier eigentlich haben. Ja, das ist Survival-Horror. Die gehen hier total ab, ey. Und was ich mir ehrlich gesagt wünsche, ist halt immer noch, wie ich glaube ich am Anfang des Let's Plays gestern noch immer gesagt habe, dass wir ein bisschen mehr mit diesen Kombinationssachen rumarbeiten müssen. Weil wirklich, dass wir eine Taschenlampe an eine Pistole ranmachen. Ja, aber warum wünschst du dir so eine Scheiße? Jetzt kann er es plötzlich auch machen. Eben wollte er es nicht. Ich stand genau davor, ja, er war zu dumm. Du meinte die ganze Zeit, I can't pick it and I can't pick this lock up oder so shit. Nicht doch nicht sinnlos Munition verschwenden, ey, das wäre mir nicht. Aber das Ding ist, Patrick, was mir gerade auffällt, wir haben zwar immer auf die Viecher gezielt, aber wir haben nie unsere Dings dazu gemacht. Mach mal Taschenlampe an, das mache ich, ich hab's immer gemacht, mach mal Taschenlampe an, dann geht das nämlich weg, das Dings. Lightboost natürlich, ne? Ja, warte, ich sehe doch gar nicht, bleib Zimmer. Du musst es mit dem Light zurückboosten und dann mache ich das Fenster kaputt vielleicht. Lass erstmal da oben rechts ist deine Leiste, siehst du? Ja. Und wenn die runter ist, dann kannst du... Wir müssen schon näher ankommen lassen. Du Hurensohn, Alter, verpiss dich. Oh Mann! Ey, das lauf raus hier! Ha! Hä? Das war eine ominöse Begegnung. Weil das Ding war irgendwie so pure Dunkelheit. Voll gruselig, Mann. Warte mal. Was haben wir denn da? Ah, eine bessere Taschenlampe. Nee, nimm du die dann, weil du damit besser irgendwie umgehst, beziehungsweise ich gehe irgendwie gar nicht auf, ey. Was haben wir denn hier? Ein Sticky Tape. Und zwar nicht an den Schläger, dazu brauchen wir erstmal eine neue Pistole. Nee, an die alte Pistole. Kann man das da nicht abmachen, ey? Wollen wir mal sehen. Vielleicht können wir es auch an den Schläger. Nö, aber jetzt habe ich wenigstens einen besseren Schläger zum Fenster zerstören. Gut, haben wir wenigstens schon mal eine gute Taschenlampe für die neue Pistole, die wir irgendwann kriegen. Warte, was ich mich gerade frage ist, ich habe auch eine Taschenlampe noch über. Ja gut, dann haben wir zwei Taschenlampen. Aber erstmal müssten wir eigentlich an deine verfluchte Pistole die gute Taschenlampe ranmachen, das ist viel besser.
Ja, vielleicht können wir das gar nicht. Vielleicht sind die zu dumm, um Sachen aufzuschneiden. Können wir das Schloss machen, aber... Unload? Was ist denn Unload? Entladen. Warum denn, warum soll ich die entladen, Alter? Ah, damit ich die wegschmeißen kann, oder so. Ja, zum Beispiel. Egal, wo ist er leid. Aber vielleicht, was, ich mach mal ganz kurz nur Unload. Wenn ich jetzt 15 Dinger verliere oder so, dann weiß ich mir... Mach das doch nicht gut. Okay, dann wissen wir jetzt wenigstens, wozu das ist. So können wir Munition und Patronen sparen. Okay, diese Tür hier ist abgeschlossen. Die Dunkelheit ist hier auch weg, die hier eben war, fällt mir gerade auf. Die kam aus diesem bösen Raum. Auf der Toilette waren wir schon, jetzt gibt's ja nur noch einen Raum. Jetzt geht richtig Party, Alter. Es wird spannend. Ich find's aber auch geil, wie die halt die Zeit... Ist das jetzt die Library? Ja. Ja. Verflüchtig. Boah, hör auf mit irgendwo gehauen, Mann. Ich wollte das Fenster zerstören. Ja, du hast mich dabei erschrocken. Hart erschrocken. Was ist das da? Ja, Disc, eine Disc. Oh, was haben wir denn da? Sollen wir mal zwischendurch speichern? Die Friedman Family war bestimmt eine sehr böse, steht hier gerade. Ich will auch nicht weiterlesen, aber... Zeig's nochmal von vorne. Ach, scheiß drauf. Ja, ihr habt das jetzt irgendwie. Irgendwie. Ja, speichern wir mal zwischendurch. Ich habe nämlich Angst zu sterben. Wir haben sie nicht. Ja, wir sind jetzt bringen. Nicht großartig viel gemacht, aber ich habe keinen Bock, das alles abzulaufen. So, bin ich safe. Whoa, Mr. Friedman! Why aren't you at home? The hallway is full of those things, and this time it's not my fault. You're on the school ground? Yeah, all over the place. If I were you, I'd do something fast. Kenny's disappeared, Walden probably called the cops, but... What? Mr. Walden is here? I'm surprised to see him here myself. Go right now and see the janitor. He'll let you out. I'll tell him you're coming. And don't let me see you back until tomorrow morning. But what about... I'll take care of everything. The best thing you can do for now is to get out of here. Sehr suspektes Verhalten, mal angemerkt. Er ist voll der Hurensohn, Mann. Nein, vielleicht will er uns auch essen. Jetzt wird das wirklich Nacht? Jetzt wird das Spiel nämlich erst gruselig. Nee, mal im Ernst. Alter. Was machen wir denn bei der Nacht? Nochmal von vorne. Wupp, 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 wupp. So, was geht jetzt? Zum Hausmeister. Zum Janitor. Ich würde hier nämlich auch gerne raus. Aber noch nicht zum Versammlungspunkt, also geh mal zurück. Weg. Wir müssen zu Versammlungspunkten. Ja, aber noch nicht. Wir wollen hier uns nochmal umgucken. Ja, ja, na klar. Was haben wir denn hier für eine Tür? Eine geschlossene Tür. Ja, die Frauen können erstmal im Dunkeln ein bisschen draußen chillen. Wir als Gentlemen retten natürlich erst unsere Erste. Stimmt, eigentlich brauchen wir wahrscheinlich... Die Treppe können wir nicht hoch. Ah, dass der Typ sich nicht wundert, dieser Friedman. Oder ich wette, der ist böse und Walden ist so der Gute. Und nachher kämpfen die gegeneinander in einem epischen Battle auf Leben und Tod. Ja, aber sonst ist ja wirklich nicht viel. Dann können wir zum Versammlungspunkt, ne? Drück mal Karte. Ja, erstmal einfach nur wieder hier raus, glaube ich. Was machst du, Mann? Ich weiß es nicht, meine... Da... Eine Person kommt aber kommt noch zu uns, so. Woher weißt du das? Weil da noch ein... Alter! Das ist für die Scheiße jetzt. Something's collapsed. Irgendwas ist kollabiert, aber ich denke, hier draußen sind wir sicher. Ja, meine Theorie bewahrheitet sich mal wieder. Ja, weil wir hier genau zwischen den Lampen sind, die deswegen nicht zu uns kommen können. Welch Wunder, welch Wunder. Die Bitches stehen da echt... So, der Janitor war im Norden. Oh, warte. Karte, der Kartenschlüssel sollte näher dran sein. Wo ist denn P? Da ist P. Ja, im Norden, und zwar rechts. Ah, der Janitor. Der Janitor, ja, der hat doch... Gut, das war's mit dem Janitor. Ich bin auch dafür, dass ich... Nein, wir müssen ihn retten, wir sind Helden. Los. Nein, wir sind verfluchte Schüler. Stell dir mal vor, bei uns in der Schule geht sowas so einen Scheiß ab. Da bin ich der Erste, der sich verpisst, ey. Hallo, 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 hallo. Hey, da. Anybody there? Mr. Garris. Mr. Garris. Oh. Word, ich will auch. Und noch eine geile Taschenlampe. Da muss doch mehr hier rumliegen hier. Kriegst du die nächste gute Waffe? Aber ich will jetzt eine Shotgun. Du klickst ja jeden Kack weg, du. Ja, ich laufe einfach rum und drück alles, aber ich kann ja auch... Weißt du was, ich gebe dir die Shotgun. Nee, nee, brauche ich nicht. Ich bin kein Freund von Shotguns. Doch, ich liebe Shotguns, aber... Ansonsten gib mir Munition für meine Pistole. Na gut, das ist auch eine Idee, aber... Machen wir nur irgendwie Unload? Oder wollen wir nicht Unload? Machen wir nur irgendwie GIF oder so ein Scheiß. There are no locks left. Ah. Hier hast du die Pistole.
There are no locks to pick here. Gun, nimm lieber die Gun with the Light, oder? Die ist doch eigentlich besser. Du hast die bessere Pistole. Ja, aber... Mach erstmal die unloaden und dann hast du... Ja, die Munition hast du eh. Und die ist unloaded. Genau, hast die Munition automatisch. So läuft das. So, wo ist mein Sticky Tape? Ich brauch nichts. Pistole wieder, oder? Nein, ich brauch nichts. Behalte die. Ich will nur meine... Mach mal Flash, also so Power Flash. Ja, das lädt sich langsam, aber das ist wahrscheinlich energievoller. Oh mein Gott! Was war? Oh! Leuchtet da noch unten auf dem Boden. Word! Da fehlt sein Kopf und seine Beine. Und ein paar seiner Gedärme. Ist irgendwie in die Länge gezogen und zerquetscht, aber der Rest fehlt irgendwie. Ranzig! Oh mein Gott! Der Janitor. Das Viech ist nach oben abgehauen. Jetzt mach mal Platz hier, Fettsack. Ja, ich durch irgendwie? Doch. Doch, ich wollte mal gucken, ob noch was im Schrank ist. Okay, du bist der Mann mit der Gun, weil ich will nicht meine Shotgun-Munition verschwenden für alles. Da können wir das Tape abspielen bestimmt. Was ist das? What the hell is this? Hey, it's Nurse Miss Wixon. She looks messed up. I'm gonna go see what's up. Okay, suchen wir Miss Wixon. Mr. Garrison, Miss Wixon, war da nicht noch irgendeiner, der auch irgendwie sowas hieß? Ups. Ja, Miss Wixon ist auch in diesem Haus. Also einfach wollte er weiter geradeaus. Nee, in die Dining Hall müssen wir gleich nochmal ändern. Aber erstmal können wir hier nicht. Ja, ein Videorekorder. Wir haben noch ein paar. It's not doing anything. Das ist noch ein anderes Ding, machen. Wo ist denn der Videorekorder gewesen? Ja. Ah, da. Was willst du jetzt machen? Subject 37. Subjekt 37. Who is it? Can't make it out. Hey, it's Kenny! He's alive! We gotta go find him! Gut, also Kenny lebt schon mal. Und wollen wir mal schauen, was auf der Überwachung war. Das nur Miss Wixon? Ich glaube, das war nur Miss Wixon, oder? Kann sein. Nein. Ach, nee, mehrere Sachen. It's the video surveillance archives. Somebody's leaving the gym. Somebody's following. Is that Kenny? Das bin ich. Also war ich mal. This part's worthless. Stop! That guy there. It's Friedman. Friedman klaut Ranzen. Where's it going? Oh, Friedman, der Hurensohn, Alter. Kenny? Ich hab's doch von Anfang an gesagt. Following down there. Fast forward. They're coming out. It's Friedman. He's locking the door behind him. That bastard. Ach. Und der Affe hat die Tür geschlossen. Wir hätten ihn abstechen sollen, als wir die Chance hatten. Zumindest mit unseren Schlägen verprügeln. Oder mit der Shotgun in den Kopf schießen. Die haben wir erst danach bekommen, was wir gesehen haben. Was ist das? Das ist okay. Ja, der hat auch da, der geht da auch rein. Toll, das haben wir jetzt verstanden. Langsam wird's... Ah, er kommt wieder raus. Like he's in a hurry. Ah, the monsters. That's where they're coming from. He's the one who's been setting loose. Ah, daher kommen also die Monster. Also Friedman ist unser... Ja, aber Friedman ist nicht böse. Er hat nur Experimente gemacht und die Monster sind aus Versehen entkommen. Das kann man Friedman keinster Weise... Das stimmt, das ist ja vollkommen legitim. Das ist besser als alle Schüler zu so Monstern. So. Ja. Ich finde ihn erstmal trotzdem sehr unsympathisch. Ja, ich würde ihn auch hauen. Also ich habe jetzt ein bisschen... Gib mir mal doch die Pistole, ich will nicht mit der Shotgun die ganze Munition verballern. Ja, so. Und lad sie mal vorher, sonst habe ich nämlich keine. Hast du das meinst du oder nicht? Nein. Aber... Nee, wir teilen uns die Munition, das ist ja Bane. Ach so. Das ist natürlich echt super. Da freue ich mich eigentlich ein gutes. Was ist das? Ist das... das sieht das da hinten jemand? Oder sehe das nur ich wieder? Nee, da rechts ist eine Frau, die wurde gehängt mit der Spritze oder sowas. Das ist nicht Nurse Wixon, oder? Nee, das ist nicht Miss Wixon. Nein, das ist nicht Miss Wixon. Gut. Alter, war das ein krasser Hurensohn, oder? Es gefällt mir nicht so wirklich in der Dunkelheit, muss ich dazu sagen.